Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierte Klubobmann Christopher Drexler den gemeinsamen Antrag der Reformpartnerschaft für eine Verfassungsreform in der Steiermark. Wir setzen jetzt das um, was wir vor dem Sommer angekündigt haben. Der Proporz wird abgeschafft, der Landtag wird verkleinert, die Landesregierung wird verkleinert, der Stadtsenat der Landeshauptstadt Graz wird verkleinert und auch der Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz. Insgesamt schlankere Strukturen, Reform des politischen Systems, die Steiermark neu ordnen. Die Verfassungsreform sieht auch eine wichtige Stärkung der Minderheitenrechte im Landtag vor. Wir wollen mit dieser Verfassung eine starke Regierung, aber auch eine wirksame Opposition sicherstellen. Deswegen gibt es einige Minderheitenrechte neu in der Verfassung, was die Beauftragung des Rechnungshofs betrifft, was die Zitierung, Herbeizitierung von Regierungsmitgliedern betrifft und dergleichen mehr. Und es wird auch die personelle Ausstattung der Opposition sichergestellt. In Hinkunft haben Oppositionsparteien stärkere personelle Ausstattung im Club als die Regierungsparteien. Nun, wir werden heute diesen Antrag einbringen. Das heißt, wir werden im Oktober bereits im Ausschuss darüber beraten. Für 25. Oktober ist bereits ein Unterausschuss fixiert. Bei gutem Wind kann es am 22. November im Landtag beschlossen werden. Wenn es länger dauert, wird es Dezember. Wir wollen heuer noch diese Reform beschließen.